Michua. Und mit diesem wunderschönen und romantischen Bild oder so. Herzlich willkommen zum zweiten, aber ersten richtigen Unboxing von mir, Martin Sohn höchstpersönlich. Ja, hier ist wieder mein Schreibtisch aufgeräumt und ordentlich, wie es sich gehört. Und hier ist die fast leere Kiste. So, und in dieser Kiste ist ein, sagen wir mal, noch spät gekommenes Weihnachtsgeschenk. Wohin ich das weiß, dieses Geschenk ist von meiner lieben Freundin, die ja weiß, dass ich die selber ein Anime-Fan ist und das weiß ich von mir auch, das ist auch. Und vor allem Vocaloid, also ist ja zu lange zu erklären, was Vocaloid sind, aber einfach mal googeln. Dann weiß man schon ein bisschen mehr. Und ich habe schon meine gute Luca mal geunboxed. Hier ist sie. Immer noch wunderschön. Und jetzt hat sie mir eine weitere Figur geschickt. Ich habe noch nicht reingeguckt, dass man auch dann sieht, dass es noch alles verschlossen ist. Also heute kam es an, heute Morgen. Ich habe es nicht gewusst. Also wie gesagt, es kommt direkt aus Japan. Also auf der Box steht alles Japanisch und Englisch. Und ist halt alles. Ja, aus Übersee, das ist natürlich logisch. Und ich habe es mir sogar noch gewünscht, dass es sie ist. Mako. Es ist so, ach, natürlich. So, ja, und hier ist sie. Ach, wie auch Luca in einen solchen Karton kam, kommt die Mako auch bei mir an. Das ist ein Traum. So, jetzt hier raus. Ach. So wunderschön und oh. Das muss man jetzt mal so sehen, das ist doch einfach ein Traum. Also wirklich, das ist. Es ist wieder. Ne? Hier, hier, ist sogar ist die gleiche Firma, ne? Yamaha, Mako, hier steht wieder Mako drauf, 1, dann hier nochmal, so sieht sie aus, wunderschön, ja, Mako ist auch mein Favorite, und dann haben wir hier natürlich noch die japanische Bedienungsanleitung, so, dann wollen wir mal hier das Ganze öffnen, wie man das so macht, in einem, ja, Karton, einem Pappkarton, so, dann hier auf und zack, und den, ach, den können wir auch hier oben aufmachen. So, das machen wir ganz einfach, dann müssen wir nur mit der Schere ran und dann hat sich das schon erledigt, zack, und einmal ist das Ganze auf. Oh, wunderschön, ich bin mal wieder, was hier ist, ja was drin, nein, hier ist die Packung, die ist wieder zerstört wie die andere, aber ich hebe die Packung alle auf, warum auch immer, es ist einfach schön, sie haben so, dass die Packung hier, die kommt jetzt weg, und hier ist auch schon das Plastikmodell und die machen auseinander. Guckst du die an, ja, man sieht sie, Standby, aber sieht man, sie hat, glaube ich, rote, sie ist, glaube ich, so ein bisschen errötet, kann das sein, oder sieht das nicht aus? Doch, tatsächlich, und sie hat sogar ihren Mund auf. Wow, und natürlich auch die Foldarin hier, alles wunderbar, und die Handarbeit und die Stiefel, und ach, das ist einfach ein Traum. Warte, ich hätte jetzt mal so eine Kamera, sieht man nochmal, wie ich fehle gleich. Ist es so richtig? Es sieht richtig aus für mich. Also, ich weiß nicht, also doch. Da haben wir Project Diva und dann zieht sie so schräg drauf. Anders wäre ja auch. So. Ja, man sieht auf jeden Fall, ein Mensch, ist sie größer als. Sogar groß, ich glaube, sie hat die große, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, hier sehen wir hier unter die Beine. Und da muss noch mal hier, also ein ganz liebes Dankeschön an meine liebe Freundin ausrichten, die Yuka. Also das ist, also ich hab erst gedacht, war wahrscheinlich so Kaito, ne? Oder so Länderin, aber Mako, da habe ich so ein bisschen, wenn wir schon so Mako zusammen, weil Mako ist so, Mako und Kaito sind so die ersten Vocaloids gewesen. Und deswegen war so, wäre so toll, so einen der ersten Vocaloids noch zu haben. Und
Also viel gab es ja von den Kram ja nicht. Also für Meiko und Kaito war ja nicht so viel vorgesehen. Für Luca und Miko und Len Rin ist ja viel mehr. Und darum war es schön, mal wieder was von Meiko zu haben oder was von Meiko zu haben. Und ich fühle mich jetzt noch glücklicher. Aber es ist so, oh, es ist so schön, jetzt zwei von ihnen zu haben. Und vielleicht werden es irgendwann nochmal drei oder andere oder so kleine Chibis, was weiß ich nicht. Hier, schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp, Vorsicht, während ich die Zunge hab. Nee, das ist Kaufsparty. Wir sind nicht bei Kaufsparty, sondern wir sind hier bei Martinsons Sohn GmbH, der Fantasie und des Bekloppten, denn wir sind alle hier ein bisschen durch. Denn sonst wären wir ja nicht mehr hier. So, Licht aus und ja, ich würde sagen, das war's von mir vom kleinen Unboxing, genau. Es war unmöglich, Unboxing. Und ja, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ihre Martinsohn, wer auch immer zuschaut. Ich sage, Adiado. Thanks for watching, guys!